Wir machen weiter, Sprüche der Väter. Wir sind noch im dritten Kapitel. Wir sind jetzt in der Mishnah 17. Mishnah 17 beginnt. Rabbi Akiva Omer, Schok vekalut rosh margilin et adam la'irva. Masoret siag la Torah, Masrot siag la Osher, Nedarim siag la Preshut, siag la Chochma Shtika. Übersetzt auf Deutsch. Rabbi Akiva sagt, Schok vekalut rosh, lachen, spielen, lachen, Schok, lachen und Leichtsinnigkeit, sie gewöhnen den Menschen daran, bringen den Menschen, dass er angewöhnt wird, zu Erwa, zur Unsittlichkeit. Ja, all die verbotenen sexuellen Beziehungen, die der Mensch hat, mit denen man nicht heiraten darf, und dass der Mensch später daran scheitert, das sind diese zwei Sachen, die dazu bringen. Schok vekalut rosh. Lachen und Leichtsinnigkeit. Kikiki, kukuku, und am Ende kuku. Dann, Masoret, siag la Torah. Masoret, übersetzen auf Deutsch ist ein bisschen schwer, das Wort Masoret. Masoret, das ist die Überlieferung, das, was ich gesehen habe bei meinem Vater zu Hause. Und mein Vater bei seinem Vater zu Hause, das ist Masoret. Nicht Kultur, nein, es ist nicht Kultur, sondern es ist Tradition. Oh, Tradition hört sich schon ein bisschen besser an. Tradition ist aber auch nicht hundertprozentig Tradition. Masoret ist ein hebräisches Wort. Masoret, siag la Torah, dann Masrot, die Verzehntungen, die 10%, die man gibt. Siag la Osher ist eine Mauer, ein Zaun für das Reichtum. Nedarim, Gelübde, siag la Preshut ist ein Zaun, eine Mauer für Preshut, Enthaltsamkeit. Wenn jemand zum Beispiel sich zurückhält und Sachen nicht macht, auch Sachen nicht, die erlaubt sind. Und am Ende siag la Chochma Shtika, die Mauer, der Zaun der Weisheit ist den Mund zu halten, das Schweigen. Ja? Und jetzt, wer ist derjenige, der uns diese Mishnah sagt? Der berühmte Rabbi Akiva. Oi, der große Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, wie der Talmud Menachot 29b erzählt, als Moshe Rabbeinu in den Himmel aufstieg, um die Torah zu bringen, Gott hat ihm gezeigt, jede Generation, Dor Vedorshav, Dor Chachamav, all seine Lehrer, all seine Rabbiner von jeder Generation, auch uns hat Moshe Rabbeinu gesehen. Er geht und schaut, da war der Rambam, Rabbi Yosef Karo, plötzlich ist er, oh, das ist Tempelgasse 7. Na gut, in der Zeit ist auch was Gutes. Ja. Hat jeder gesehen, jeden von uns, jeden hat er gesehen. Und dann, er sieht plötzlich, sieht Rabbi Akiva. Er sieht, wow, so was Großes, Rabbi Akiva. Sagte, Ribbono Sholam, du hast, er hat sich hingesetzt dort, bei der Yeshua von Rabbi Akiva, hat sich gesetzt, ganz am Ende, in der achten Reihe, und Rabbi Akiva beginnt dort zu lehren, die Lehre, die er dort lernt, und Moshe Rabbeinu versteht gar nichts. Das ist für ihn Chinesisch. Was sagt er da, was? Und Moshe Rabbeinu sieht, dass dort diskutiert mit Rabbi Akiva über irgendwelche Themen, die er nicht versteht. Das ist derjenige, der die ganze Überlieferung runterbringt. Versteht das nicht? Chalshan Dato ist ein bisschen traurig im Moment. Das heißt, ich bin nicht so weise, wie ich gedacht habe. Es gibt diesen großen Rabbi Akiva. Sagt Moshe zu Gott, Gott, du hast so eine hohe Persönlichkeit wie Rabbi Akiva und du gibst die Torah mir. Ich komme gar nicht zu seinem Niveau. Und Rabbi Akiva ist der Bachsche Molad. Und wie hat er angefangen, Rabbi Akiva? Jeder kennt die Geschichte, Rabbi Akiva. Er war am Anfang in Amaritz. Ungelehrter, jemand, der ungebildet, ungelehrt. Er hat gearbeitet bei Kalba Savua, die Tochter von Kalba Savua Rachel, hat ihm gesagt, wenn du Torah lernen gehen wirst, dann werde ich mit dir heiraten. Er hat begonnen Torah zu lernen, kurz gesagt, in kurzer Zeit mit 24.000, in 24 Jahren kommt er mit 24.000 Schülern zurück.
Ich werde die Geschichte nicht wiederholen, alle kennen es. Von null, von nichts, ist er geworden, Rabbi Akiva. Der große Rabbi Akiva, das steht geschrieben, Talmud Chagiga, Seite 14, aber eigentlich in Sula Pardes. Nur in der ganzen Menschheit, nur vier gab es, die in den Himmel aufgestiegen sind, also mit ihren Gedanken sind zu einem gewissen Platz aufgestiegen und haben Sachen gesehen, spirituelle Sachen gesehen, die die anderen nicht sehen konnten. Und die sind auf so eine weite Ebene gekommen. Der eine ist am Ende vor lauter Heil ist verrückt geworden, der andere ist gestorben, der eine ist nachher ungläubig geworden. Und entfernt der Einzige, der rein und rausgekommen ist in diesen höchsten Platz und vollständig geblieben ist, das war Rabbi Akiva. Und der Talmud sagt uns so, sei drin, Seite 86, jede Lehre, die wir haben, wo irgendein Rabbiner davor steht, dann ist es Rabbi Moshe, Rabbi Yitzchak, Rabbi. Aber wenn wir haben eine Mishnah ohne Namen, nicht Rabbi Folonche Polonche hat gesagt, sondern das ist so und so eine Lehre, Stam Mishnah ist Rabbi Meir. Wenn du siehst irgendwo eine Mishnah ohne einen Namen davor, eine Lehre von der Mishnah ohne einen Namen davor, das sollst du wissen, das ist eine Lehre von Rabbi Meir. Weil man wird nicht andauernd sagen, Rabbi Meir sagt. Zum Beispiel, wenn jemand kommt und sagt, ich habe im Shiur am Dienstag gehört oder am Donnerstag gehört, dies und jenes, okay, das war von Rav Shamanov. Ja? Oh, weil am Dienstag ist immer derselbe Shiur von demselben Rabbiner, das heißt, du weißt, ohne Namen, aber du sagst, ich habe am Dienstag von Nissim, von Benny irgendetwas gehört, dann weißt du, okay, am Dienstag hat er gehört von dem. Dann, Stam Tosefta, eine normale Tosefta, die ohne einen Namen ist Rabbi Nechemia. Stam Safra, Rabbi Judah. Safra ohne Namen ist Rabbi Judah. Stam Sifri, Rabbi Shimon. In Sifri irgendwas geschrieben, ohne Namen ist Rabbi Shimon. Und am Ende sagt er dann, Vekulu, Aliba der Rabbi Akiva. Und alle Lehren, Mishnah, Safra, Sifred und Sifta, all diese Lehren im Endeffekt sind von Rabbi Akiva sind die gekommen. Der große Rabbi Akiva, Alav Shalom, er war jemand, seine Vorfahren waren keine Juden. Talmud Brachot 28, als man einen Fürsten, Rosh Yeshiva, gesucht hat für die Yeshiva-Stadt Rabban Gamliel, man hat ihn in Frage genommen. Er ist sehr weit, sehr groß, aber er hat keine Zchut Avot, er hat nicht die Verdienste der Väter, falls Rabban Gamliel ihn fluchen wird, er hat nicht die Verdienste der Eltern, die ihn aufbewahren. Deswegen hat man ihn nicht genommen. Aber ansonsten von der Weisheit her, von der Zitkut, Rabbi Akiva, der Gigante, der große Rabbi Akiva. Dann, die Mishnah, kommen wir zur Mishnah. Kommen wir zur Sache, zur Mishnah. Die Mishnah sagt uns hier, die redet hier mit uns über fünf Mauern, Zäune, die uns vor etwas aufbewahren. Fünf Zäune, fünf Mauern, die uns etwas aufbewahren. Und diese Mauern, sind sie etwas Gutes? Die Mauern sind eigentlich nicht die Verbote, die nicht verboten sind. Eine Mauer, sie schützt dich vor dem Verbot. Und Am Yisrael steht geschrieben in Shir HaShirim, steht geschrieben über das Volk Israel, Sugaba Shoshanim, sie ist umzäunt, das Volk Israel, es ist umzäunt mit Rosen. Was ist unser Zaun? Was haltet uns zurück, um nicht zu sündigen? Wo jemand ist zum Beispiel jetzt irgendwo, wo er jetzt sündigen kann. Entweder du machst es jetzt, du kannst mit ihm einen Zaun mit Stacheldraht und so, dass er ja nicht übertritt. Dort, wo er nicht übertreten soll. Aber das Volk Israel für die Zäune der Tora braucht gar keinen Zaun, keinen Stachelzaun oder keine Mauer. Nein. Sogar eine Rose, ein Zaun von Rosen umzingelt, das passt schon auf dich auf. Das sagt man auch zum Beispiel, wenn
Mann und Frau, die verheiratet schon sind, da gibt es die Tage, wo der Mann und die Frau nicht gemeinsam sein dürfen. Nie da, da ist die Frau unrein. Und da wird geschrieben, der Midrasch sagt, dass, was haltet sie, was trennt sie, was haltet sie auf, dass sie nicht sündigen? Vielleicht ein Zaun von Stacheln, vielleicht ein Zaun aus Beton. Nein, nein. Sogar was Shoshanim. Ein kleiner Zaun aus Rosen, das haltet sie aufrecht, dass sie nicht sündigen. Und deswegen, es gibt einen Slang. Derech sogar bei Shoshanim. Ich habe so einen guten Weg gehabt. Problemlosen Weg. Nennt man es ein Weg, der umzingelt ist mit Rosen. Das ist ein Slang auf Hebräisch. Aber auch da, warum wird der gute Weg, der einfache Weg, der angenehme Weg, wird ausgesprochen als der Weg, der umzingelt ist mit einem Zaun von Rosen? Weil für uns diese Zäune, diese Mauern, die wir rundherum um die Gebote haben, um die Verbote haben, diese Zäune, wir lieben diese Zäune. Warum? Weil wir wissen, dass dieser Zaun ist für uns gedacht, ist zu unserem Gunsten gedacht, nicht um uns zu quälen. Nicht damit, auch das ist verboten. Nein, nein. Der Zaun ist dazu da, damit wir geschützt werden vor dem Bösen, vor der Sünde. Und deswegen gibt es diese Zäune. Erste Sache. Schok mekalut rosh margelin leherva. Oh, Gewalt. Lachen und Leichtsinnigkeit. Sie bringen den Menschen dazu, diese verbotenen Sachen, Unsittlichkeit zu haben. Wir haben zwar in der letzten Mishnah haben wir gelernt, wiederum jetzt haben wir gesagt, Schok vekalut rosh, Lachen und Leichtsinnigkeit. Was haben wir in der letzten Mishnah gelernt? Wir haben in der letzten Mishnah gelernt, du sollst sein leicht zum Kopf, zu den Wichtigen. Aber sagt hier die Rabbi Akiva, wir haben zwar in der letzten Mishnah haben wir gelernt, du sollst leicht für den Wichtigen sein, für den Rosch, für den Kopf. Du sollst zwar leicht sein, nur zu den Rosch, aber nicht für die Menge, Hamonam, für den Leuten. Dort nein, dort sollst du nicht leicht sein. Dort sollst du ganz im Gegenteil schwer. Was wen ist es auf Bukharisch? Ja, das heißt nicht leichtsinnig. Das Gegenteil von leichtsinnig ist nicht schwersinnig. Hört sich nicht gut an. Ja. Ernst, ernst. Oh. Du sollst ernst sein. Ja? Das heißt, mit der Menge, da musst du wissen, es gibt Ernst, nicht Kiki, Kuku, ja, sondern ein bisschen ernst sein. Und mit den wichtigeren Leuten, da sollst du schon auf dein Ego verzichten und schauen, dass du leicht bist. Oder hat uns auch in der vorigen Stadt uns gesagt, Rabbi Ishmael, du sollst jeden mit Freude empfangen. Ja? Mit Freude empfangen. Ja, mit Freude, aber auch da musst du aufpassen, dass diese Freude nicht zu übertrieben wird, dass es nachher zum Lachen kommt. Ja? Die Mishnah sagt uns hier, Margilin leerwa. Margilin et ha'adam leerwa. Schok vekalut rosh. Leichtsinnigkeit und zu vieles Lachen. Margilin, das heißt, sie bringen ihn zu einer Angewöhnung, dass er diese Sünden macht. Margilin. Das heißt, Margilin bedeutet, du wirst schon daran gewöhnt, zu sündigen. Warum? Du wirst daran gewöhnt. Die Mishnah sagt nicht, es bringt dich dazu, zu sündigen. Nein. Du wirst daran gewöhnt zu sündigen, das bedeutet, ob du willst oder nicht, hundertprozentig sicher, du wirst scheitern an der Sünde. Das auf jeden Fall. Aber nicht nur das, sondern du wirst so oft scheitern, bis du schon an der Sünde gewöhnt bist. Mit diesen zwei Sachen. Noch dazu. Margilin et Ha-Adam, im Hebräischen Ha-Adam, den Menschen. Was ist das, den Menschen? Ha-Adam. Den wichtigen Menschen, den wichtigen, eine wichtige Persönlichkeit, einen großen, oho, der ist so eine VIP, auch diese wichtige Person, egal wie hoch du bist, egal wie groß du bist, ein Apotropus Larayot, wenn jemand sagt, ich bin stark, ich bin so ein weiser Rabbiner,
ich bin so ein gescheiter Mensch und ich bin jemand, sowas wird mich nicht beeinflussen. Du bist entweder ein Lügner oder ein Lügner. Es geht nicht. Talmud sagt uns, ein Apotropus l'Arayot. Es gibt kein Apotropus, es gibt keine Garantie, keine Versicherung, dass jemand nicht daran scheitert. Deswegen diese Zäune, die uns die Weisen geben, pass auf, die, zum Beispiel haben wir gesagt, vor drei Schurim, Ichud, man darf nicht mit einer fremden Frau alleine in einem Zimmer eingesperrt sein. Oder Ichud, oder all die anderen, was wir damals gelernt haben. Übrigens, diesen, den Schur, war Nummer 15c, glaube ich, Sprüche der Väter, Brit Kodesh, unbedingt mehrmals anhören, weil das sind Sachen, die man ständig vergisst und dass man muss sich ein bisschen verstärken dabei. Das heißt, da gibt es dir diese Sachen, dieses Lachen und dieses Leichtsinnigkeit, das bringt dich hundertprozentig dazu, zu sündigen. Wie sagt uns jetzt der Jabez, sagt, wie kann es sein, jemand, der sein ganzes Leben lang gottesfürchtig ist, gottesfürchtig war. Und er jetzt, wenn er plötzlich ein bisschen lacht und ein bisschen leichtsinnig ist, das wird ihn dazu bringen, zum Sündigen, dass er sofort in solche schlimmen Sünden mit einer verbotenen Frau oder sogar Schlimmes zusammen, wie kann es sein? Sagt er, ja, es kann sein. Warum? Weil dieses Margelin, du gewöhnst dich daran, wenn jemand irgendeine Sünde macht, ja, Talmud sagt uns, jemand hat einmal gesündigt, ein zweites Mal, das dritte Mal ist es schon für dich erlaubt. Nicht nur erlaubt, manchmal sogar eine Mitzwa. Jemand hat einmal gestohlen, hat er Schuldgefühl, ach, ich habe gestohlen. Zweite Mal, schon keine Schuldgefühl, ein bisschen weniger. Dritte Mal, schon erlaubt. Am fünften Mal, Mitzwa zu stehen, was sagst du da? Ja, das heißt, wenn du dich daran gewöhnst, mal gegeben so ein Beispiel, wenn jemand jetzt geht ins kalte Wasser hinein. Am Anfang zieht das ganz kalt, ja, kaltes Wasser ist ganz unangenehm. Aber nach ein paar Minuten, du gewöhnst dich daran, ja, schwimmst da drinnen, ist schon ganz schön und ganz angenehm. Und du genießt noch von diesem kalten Wasser. Aber vor fünf Minuten, das war ganz kalt, unangenehm, Gänsehaut hast du bekommen. Ja, das, aber wenn du dich daran gewöhnst, kannst du später sogar noch davon genießen. Sagt uns jetzt. Der Talmud sagt uns, Brachot, Seite 31. Asur la Adam sheyemales chok piv ba'olam hazeh. Jetzt wird es ein bisschen komisch am Anfang sich anhören, aber dann werden wir genau erklären, warum das so ist. Sagt der Talmud, du darfst, nachdem der Tempel zerstört wurde, hier auf dieser Welt, du darfst dich, deinen Mund nicht mit dem Lachen befüllen. Wir sehen sie oft Rabbiner, manchmal sie machen Witze, manchmal ist es hin und her, ein bisschen lachen, ist gesund fürs Leben lachen. Werden wir gleich sehen, warum das ist. Warum? Ba'olam hazeh, hier auf dieser Welt, warum? Wenn du zu viel lachst, am Ende kommst du zur Sünde. Ja, noch fertig anhören, wir werden gleich dazu kommen und es erklären, wie das ist. Warum? Steht geschrieben, Tehilim 126. Dann, später, wird unser Mund befüllt mit Lachen und unsere Zunge mit Lob. Wann ist dieses As, dieses später? Was so geht weiter. Zur Zeit, wo wenn es später zu einer Zeit kommt, wo die Völker über uns sprechen und sagen, wow, schau, wie Gott diesem Volk beigestanden ist und wie er sie erlöst hat. Später, das heißt, wenn der Maschiach kommt und es keinen Yetzerara mehr gibt, und dann kannst du lachen. Aber jetzt, für was lachen jetzt? Und jetzt, der Talmud, wie kann es sein? Das heißt, da sehen wir jetzt, der Talmud sagt uns einerseits, Lachen ist verboten. Lachen ist verboten, aber andererseits, wir sehen, dass Shlomo HaMelech, König Salomon sagt, das heißt, es gibt Zeiten zum Lachen, es gibt Zeiten zum Weinen. Der Talmud Shabbat, Seite 30b, gibt uns noch einen Widerspruch bei König Salomon selbst. Es wird geschrieben, Tovkas Misechok. Einerseits sagt Shlomo HaMelech, König Salomon, der Zorn ist besser als das Lachen. Tovkas,
mit Zuchok. Andererseits wird geschrieben, velaschok amarti meulal, ja, und laschok, zum Lachen habe ich gesagt, das ist was Gutes. Am Anfang sagst du mir, Shlomo Amelech, dass der Zorn ist besser als das Lachen. Ja, Wut, Zorn ist besser als Lachen. Und dann sagst du, oh, das Lachen ist was sehr, sehr Gutes. Wie kann es sein, ein Widerspruch? Ist jetzt das Lachen was Gutes oder was Schlechtes? Noch gibt es einen Widerspruch dort im Talmud. Es wird geschrieben, Veshibachti ani et ha-simcha, Shlomo HaMelech im Buch Kohelet, und ich lobe und sage, das ist gut, die Freude. Die Freude ist was sehr, sehr Gutes. Und dann steht geschrieben in Kohelet, Velesimcha mazosa, was für einen Grund gibt es, eine Freude zu haben? Was ist jetzt? Ist die Freude was Gutes oder was Schlechtes? Sagt der Talmud und erklärt uns jetzt. Bei der Freude, wenn es eine Freude der Mitzwa ist, du freust dich beim Erfüllen der Mitzwa. Eine Freude, die etwas Gutes danach bringt, das ist was Gutes. Aber wenn du dich freust, nicht bei einer Mitzwa, einfach so, das ist nicht gut. Es gibt auch Rabbah. Der Talmud erzählt über Rabbah. Jedes Mal, bevor er einen Schur angefangen hat, hat er immer einen Witz erzählt. Immer hat er einen Witz, milder denn die Chuta. Warum? Auch heutzutage am Anfang genügt es nicht. Du musst auch währenddessen ein bisschen, damit die Leute nicht einschlafen, damit die Leute ein bisschen ihre Herzen geöffnet sind, da gibt man ein bisschen da irgendwo da was Schönes, dort was Schönes. Und so, da können auch die anderen Sachen auch in die Ohren reinkommen. Ja, es hängt davon ab jetzt, das Lachen und die Freude, für welchen Zweck das ist. Das heißt, wenn du jetzt die Freude hast bei der Erfüllung der Mitzwa, beim Torah lernen, oh, so ein Lachen, so eine Freude ist was Gutes. Aber wenn es ist etwas, was dich nachher dazu bringt, zum Sündigen, das ist was Schlechtes. Und es steht geschrieben in der Torah, Midevar Sheker Tirchak. Eine Sache gibt es, was Gott sagt, von dem halte dich fern. Was ist denn die Sache? Sheker. Sheker ist übersetzt auf Deutsch Lüge. Du sollst dich von der Lüge fernhalten. Tirchak. Ja. Er hat davon gelernt. Midevar Sheker Tirchak. Sheker sind die Buchstaben Shin Kuf Resh. Shin ist Schok. Kuf ist Kalut, Resh ist Rosh. Schot, Schok und Kalut, Rosh. Das heißt, lachen und leichtsinnig, von dem halte dich fern. Warum? Mit war Sheker Tirchak. Das bringt dich nachher zum Sündigen. Jetzt. Wir haben gesagt, das ist ein Zaun, eine Mauer, damit du nicht daran scheiterst später bei der Sünde. Wenn es so ist, wieso hat nicht jetzt die Mishnah uns so gesagt, die Jira, also die Furcht und die Ernsthaft, das ist das, was dich beschützt, das ist die Mauer von der Erwa, von den Verbotenen, von den Sünden. Wieso hat die Mishnah das nicht umgekehrt gemacht? Ja? Sondern das Ganze hat Rabbeinu Kadosh so geschrieben, dass Schok ve Kalut Rosh am Anfang, er bringt dir gleich am Anfang den Grund. Was war? Schok ve Kalut Rosh. So schlimm ist es, dass es am Ende dich zu dieser Sünde bringt. Dann, Rambam, wenn es so, Rambam, er weiß, wie schwer es ist, diese Unsittlichkeit, ja, diese verbotenen Beziehungen, wie schwer es ist, sich davon fernzuhalten. Und wie gefährlich und schlimm es ist, haben wir schon vor 2 Stunden das gelernt. Rambam, ich werde jetzt zitieren vom Rambam. Er sagt uns so etwas. Deswegen, was ich vorher gesagt habe, wenn jemand sagt, mich spricht es nicht an, ich bin eh ganz stark und ich werde eh nichts machen mit der
Sagt Rambam so. En lecha davar bechol ha-Torah kula, shehu kashe lerov ha'am lifrosh ela min ha-arayot ve'aviyot asurot. Es gibt nichts Schwieriges in der ganzen Torah, dass dem Volk schwer ist, sich davon zu trennen und davon Abstand zu halten, wie diese Unsittigkeiten. Am Ruch HaChamim, und deswegen haben die Weisen gesagt, im Talmud Yoma, Seite 55, als das Volk Israel befohlen wurde mit den verbotenen Frauen, die man nicht heiraten darf, mit den verbotenen Frauen, die man nicht heiraten darf und das Ganze, was steht geschrieben dort? Steht geschrieben, Vayaraitam, Bochele Mishpechotav, und das Volk hat geweint für mit seinen Familien. Was ist mit seinen Familien? Weil jetzt, wo plötzlich man sagt, okay, du warst verheiratet mit der Tante und du warst verheiratet mit denen, mit denen du nicht heiraten darfst und du warst eine Gezalmavet, Begezalmavet, Loyorarakiataimadi. Ja, das heißt, plötzlich müssen sich alle trennen und das Volk hat geweint. Ui, das ist schwer. Aliskem Mishpachot, und die Weisen haben gesagt, das ist alles Zitat von Maimonides, von Rambam. Chagiga, Seite 11b. Gezel ve'arayot, nafsho shel adam mechamedatan. Gezel, zu stehlen. Und diese Unsittigkeit, das ist das, was die Seele des Menschen Anziehung dorthin gezogen wird. Und dann, der Rambam bringt dann, bringt alle diese Zäune, die Mauern, die uns beschützen. Und dann sagt er so, Lefikach ra'ui lo la'adam lachof yitzro bedavar zeh, deswegen soll sich der Mensch zurückhalten bei dieser Sache. Ule argil atzmo bekdusha yetera, er soll sich heiligen zusätzlich. Heilige Gedanken. Nicht hinschauen, wo man nicht hinschauen soll. Wie sehr mit der Ichud, und soll aufpassen, dass der Ichud, was wir damals gelernt haben, nicht zusammen alleine in irgendeinem Zimmer eingesperrt ist mit einer verbotenen Frau. Kolisha, she'asura lecha, she'ze lo ishtecha. Chutz mi'ima ve'bat. Ve'chen inog litrachek min haschok. Und er soll sich fernhalten, der Mensch, damit er nicht zum Sünden kommt, von diesen Lachen, kikikikukuku. Und min haschichrut. Von dem Trinken, Saufen. Es ist kein Geheimnis. Ja. 90% der Vergewaltigungen, wie finden sie statt? Man gibt zu trinken, bis man nachher nicht mehr weiß, was man macht. Und auch die Sünden, die man sündigt. Ja, wir sind nicht gegen Alkohol. Ja. Aber auch da, man muss wissen, dass man, du musst, wenn du mit deinen Sinnen, ja, mit deinen Gedanken noch aufrecht bist, ja, kannst ein bisschen da und dort trinken, Schabbat, Feiertage, aber sonst sich besaufen und Kiki, Kuku, das bringt nachher zu Sünden. Und mit dem Ragavim und mit den Gesprächen, die man redet über solche Sachen, Witze, die man macht über diese Sachen, ja. She'elu gormim gdolim, und das bringt am Endeffekt, das sind die großen Sachen, die dich nachher dazu bringen, zu sündigen. Und wichtig für alle Singles, velo yeshev, velo yisha. Und du sollst schauen, dass du nicht unverheiratet bleibst. Bedeutet, jeder Bursch und Mädchen über 18 Jahre, tick-tack, tschick-tschack, ohne viel, sofort heiraten. Sicher, man muss auch reif genug sein, ja, aber nicht allzu. Siehst jemanden mit 30 Jahren, nun, wann ist die Hochzeit? Ich habe noch nicht die richtige gefunden. Ist ein Mädchen schon 27, 28, nun, wann heiratest du? Ich bin jetzt in einer Beziehung schon 12 Jahre lang. Nur 12 Jahre lang, warum heiratest du nicht? Nein, ich bin mir noch nicht sicher, ob er der Richtige ist. Wehu rachum mechaper avon. Ja, tschick, tschack, hast gefunden, schaust. Weil eine Liebe, die muss aufgebaut werden. Das ist nicht so wie in den indische Filme, ja, gibt es eine Hintergrundmelodie und die Haare schwenken, das ist alles in den Filmen, Hollywood, Bollywood, Schmollywood, ja, Tachlis, eine ordentliche Liebe, die muss aufgebaut werden mit den Jahren. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Und dann, noch ein Tipp gibt uns der Rambam, und das ist eigentlich einer der wichtigsten Tipps, um sich von der Sünde aufzubewahren.
Und von all diesen Sachen, das Größte, noch etwas Größeres und Stärkeres, du sollst deine Gedanken, sollst du schwenken Richtung Torah. Das heißt, dein Gehirn, deine Gedanken, Gott hat mit uns ein Erbarmen. Ja? Gott hat uns so erschaffen, dass der Mensch nicht gleichzeitig an zwei Sachen denken kann. Versuch an zwei Sachen zu denken, geht nicht. Was? Es geht nicht. Schauen, du kannst jetzt schauen, vielleicht auf zwei Menschen gleichzeitig. Denken, du kannst denken jetzt Amerika und Russland, kannst du nicht. Sekunde Amerika, dann nächste Sekunde Russland. Aber gleichzeitig in den Augen haben, geht nicht. Zwei verschiedene Gedanken, kannst du nicht denken. Ja? Deswegen, damit du nicht zu diesen blöden Gedanken kommst, sag Gott, dein Gehirn mit Torah und dann die Heiligkeit der Torah, sie wird dich auch bewahren, dass du nicht sündigst. Und eigentlich, man sagt auf all diese vier Zäune, einer erklärt, dass all diese vier Zäune, die uns hier aufgeschrieben worden sind, die haben mit dieser Unsittlichkeit zusammen zu tun. Erster Zaun haben wir gesagt, das ist das, nicht lachen, nein. Zweite war, Masoret Zergla Torah, die Masoret ist eine Mauer für die Torah. Das bedeutet, manche unwissend, sie wissen nicht, dass es verboten ist, gemeinsam mit einer Frau, mit einem Mädchen irgendwo eingesperrt zu sein. Sie wissen, unwissend, deswegen, das heißt, auch dieser Zaun, Masoret Zergla Torah, ist eigentlich auch indirekt auch für die Unsittlichkeit. Dann zweitens, Masrot Zergla Osher, ja, die Verzehnten, das Zehntel geben, ist eine Mauer, die aufbewahrt dein Reichtum, damit du reich wirst. Auch das, warum? Wenn du gibst die 10% von deinen Verdiensten, dann du siehst, dass du mit dem Geld richtig handelst. Du gibst 10%, spendest, hilfst den anderen. Ah, das heißt, du verschwendest es nicht für Sünden, dass du später zum Sünden kommst. Du schätzt dein Geld und bringst dich nachher nicht mit dem Geld zum Sünden. Dann Nedarim, die dritte Sache ist die Gelübde. Ja? Wenn du jetzt ein Gelübde, du siehst, du weißt, ich kann jetzt vielleicht scheitern an irgendeiner Sünde, dann sagst du in den Gelübde, ich werde ab heute nicht mehr dies und jenes machen. Und dann am Ende das Schweigen, auch das, wenn du zu viel redest mit Leuten, lachst hin und her, kannst du nachher auch zu Sünden kommen. Das heißt, der erste Zaun ist, Schok ve kalut rosh, leichtsinnig nicht zu sein und ein bisschen ernst zu sein, das bringt dich nachher dazu, dass du kein Blödsinn später machst. Kommen wir zum zweiten. Der zweite Zaun ist, Masoret Siagla Torah, übersetzt jetzt mal, die Tradition ist die Mauer der Torah, ist das, was die Torah aufrecht hält. Denn die Torah, sie wurde überliefert von einer Generation zu einer Generation und von der ersten zur zweiten und so weiter und so fort. Jetzt aber auch das, wie es aufgeschrieben ist, ja, all das ist Masoret, ist Tradition, die wir bekommen haben von unseren Eltern. Und ihre Eltern von ihrer Zweite, es gibt Bereshit, gibt ein großes Bett. Dann gibt es der Vayikra, kleines Aleph. Und Velif Kota, kleine Kaf. Also all diese Groß-Klein-Buchstaben. Oder manchmal ist es geschrieben mit Wav, ohne Wav. All das, diese Genauigkeit von den Buchstaben, die dort aufgeschrieben ist, keiner kann, weder heute noch gestern noch vor einigen Generationen, keiner kann von sich selbst sagen, okay, ich weiß genau, wie ich die Tora schreibe, hier muss es mit Wav, und nein. Du kannst nur die Tora schreiben, wenn du eine vor dir hast, die schon vorher geschrieben wurde. Und auch die, die vorher geschrieben wurde von einer vorigen. Und bis zur Tora von Moshe Rabbeinu muss diese Tradition sein. Und das haben wir erlebt. Ja, damals war die ganze Welt war verschlossen überall und die Kommunikation war nicht so stark wie heute. Und Kibbutz Galiot vor 60, 70 Jahren, wo schon alle Grenzen geöffnet wurden und überall konntest du hin und her fahren, du siehst die Juden von überall. Von Afrika, Amerika, Brasil, von Europa, überall auf der ganzen Welt. Dieselbe Torah mit denselben Buchstaben. Überall, wo ein Wav sein muss, gibt es ein Wav, ohne Wav, ohne Wav und so weiter. A, E, I, O, U, jede Kleinigkeit bis zum kleinsten Punkt genau dieselbe.
Das ist Masoret, Siag la Torah. Hätten wir nicht Emunah, was ist noch Masoret? Jemand sagt, schau, es bewahrt ja auf die Torah, diese Masoret, diese Tradition. Es gibt sehr viele Sachen, die du, obwohl du sie noch nicht gelernt hast, du machst es, weil dein Vater es gemacht hat. Und ich persönlich, es gibt sehr viele Sachen, wo ich am Anfang, wo ich begonnen habe zu sagen, was? Die Bucharen machen diesen und diesen Brauch. Von wo haben sie erfunden diesen Brauch? Es steht ja nirgends geschrieben. Als wenn du jung bist und ein bisschen, ja, das beginnt. Aber dann, wo du ein bisschen mehr lernst, das Ganze steht ja geschrieben in diesen Büchern, das steht geschrieben in anderen, das ist schon von der Kabbalah, von dort, von da, du siehst, ah, Moment, unsere Großeltern, die waren ja nicht so blöd, wie ich gedacht habe. Die kennen sich aus, die haben sich ausgekannt. Das heißt, auch die Sachen, die uns manchmal merkwürdig vorkommen, von wo kommt das? Von wo kommt nein? Was soll das? Das ist die Tradition und die muss aufrecht aufgehalten werden. Zum Beispiel die, bei den Bucharen, die Yushvos, die man macht, die Veranstaltungen für die Verstorbenen, Gedenkveranstaltungen. Das ist so hart. Man erwähnt die Verstorbenen jedes Mal. Steht nirgends geschrieben, dass man das machen muss. Ja, aber das haben wir bekommen von den Eltern. Und da gibt es, es gibt sehr, sehr starke Wurzeln, dass das Ganze uns auch aufrecht haltet. Diese Veranstaltungen, Gedenkveranstaltungen für die Verstorbenen. Hätten wir nicht diese Tradition gehabt, von dem, was geschrieben ist, dass es so überliefert wurde, oder von dem, was so hätte jeder Einzelne gehabt, seine eigene Torah, von einer Torah wären 100 Torot gehabt. Warum? Der eine sagt, ja, meiner Meinung nach sollte man diese Mitzvah so erfüllen. Und der andere sagt, nein, meiner Meinung nach muss die Mitzvah so erfüllt werden. Aber Gott sei Dank, wir haben die Tradition, wir haben die Überlieferung von unseren Weisen, die uns genau sagen, wie wir jede Mitzvah erfüllen. Es gibt auch bestimmte Regeln, haben wir letztes auch erwähnt, Rabbi Ishmael, Regeln und Vorschriften, wie man richtig die Torah lernt. Ja, und dank diesen Regeln, dieser Tradition, die wir bekommen haben, Masoret, ja, von den Vorigen, dank dem, das ist das, was die Torah aufrecht haltet, dass sie bleibt so, wie sie ist, als eine einzige Torah. Deswegen Masoret, Siag la Torah, das ist das, was die Torah aufrecht haltet. Deswegen, es gibt auch eine Sache, geschrieben, kein Schüler darf ein Kal Vachomer lernen, es sei denn, er hat es bekommen von seinen Rabbinern. Dass sein Rabbiner bekommen hat, von seinen Rabbinern und so weiter, bis Moshe Rabbeinu am Berg Sinai. Was ist Kal Vachomer? Kal Vachomer ist eigentlich eine der einfachsten Lehren, die es gibt. Kal Vachomer, dass du lernst das Schwerere vom Einfacheren. Ja, zum Beispiel Kal Vachomer in der Torah, berühmte Kal Vachomer. Was war Kal Vachomer? Josef und seine Brüder, sagt, ihr seid Diebe, ihr habt gestohlen von mir diesen Kelch, den Becher. Und sie sagen immer, Kal Vachomer, Moment, Kal Vachomer. Wir haben das Geld, was in unseren Säcken war, unabsichtlich, ja, haben wir die zurückgebracht. Wenn wir etwas von alleine dir zurückgebracht haben, was aus Versehen zu uns gekommen ist, glaubst du, wir werden jetzt von dir etwas stehlen? Jemand bringt zu dir. Ich habe eine Geldbörse gefunden, habe es jemandem zurückgegeben und dann sagt man, nein, du hast was gestohlen. Ich habe dort 100.000 zurückgegeben und sagt, ich habe 10 Cent gestohlen. Kal Vachomer. Sogar ein Kal Vachomer kannst du nicht lernen von der Torah, es sei denn, du hast diesen Kal Vachomer von den vorigen Rabbinen bekommen. Wie es von den vorigen bis Moshe am Berg Sinai. Das heißt, sogar diese Lehren, die es gibt, auch die müssen immer mit der Kette gebunden sein, mit der Tradition. Dann kommen wir zum dritten. Maasrot Siag LaOsher, wir haben das öfters erwähnt, Maasrot, die 10%, die man gibt den Armen, das ist ein Zaun des Reichtums. Talmud Tubot, Seite 66b, hat geschrieben, Melach Mamon Chaser. Haben wir erzählt über die Tochter von Akdimon Ben-Gurion, könnt ihr euch erinnern. Melach, sie hat ihm ein Beispiel gegeben, Maschal, Melach Mamon Chaser, damals gab es keine Kühlschränke. Du hast eine Kuh geschlachtet, die kannst du in einem Tag aufessen. Ja, egal wie viel Jizbis du machst, eine Kuh in einem Tag ist schwierig. Nun,
am nächsten Tag, übermorgen, wird es schon stinken. Musst weg, kannst wegschmeißen. Was macht man mit dem Fleisch? Heute haben wir Gefrierschrank, Kühlschrank. Damals gab es sowas nicht. Wie hat man das Fleisch aufrecht gehalten? Man hat es gesalzen. Man hat es gesalzen, überall Salz, und das Salz haltet es aufrecht, dass es nicht verdirbt. Später, man will es jetzt essen, man wäscht das Salz ab und es bleibt, das Fleisch bleibt frisch. Und da hat dort die Tochter von Agdimon Megoron gesagt, Melach Mamon Chaser, das Geld, das du bei dir hast, willst du es salzen, dass es nicht verdirbt, dass es nicht irgendwo verschwindet oder gestohlen wird? Was macht damit? Chaser, entziehe davon, spende davon, gib davon den Armen. Und du wirst sehen, wie das dein Geld aufrecht haltet. Talmud 1, Seite 9. Es wird geschrieben, Aser te Aser. Aser te Aser, und auch da Aser te Aser. Rabbi Yochanan hat getroffen den Sohn von Resh Lakish, kleinen Kind. Was hast du gelernt heute? Sagt er, ich habe gelernt, Aser te Aser. Gib ein Zehntel, sollst du geben. Und dann te Aser. Aser, beschwil shetit Asher. Gib ein Zehntel, damit du reich wirst. Und wo weißt du das? Dass wenn jemand ein Zehntel gibt, dass er reich wird? Sagt er, versuch es. Sagt er, ja, aber es steht geschrieben, man darf Gott nicht versuchen. In Probe stellen. Wenn man sehen, ne? In allen darf man nicht, außer da. Weil da steht geschrieben, dass Gott bittet dich darum. Und bechanunin abazor, bitte prüf mich. Hier in diesem einen Gebot. Gib ein Zehntel und du wirst sehen, dass du reich wirst. Ich werde euch die Rohre des Himmels öffnen und auf euch schütten den ganzen Segen. Aber nebenbei jetzt, schaut, wie diese zwei Mishnayot eins mit dem anderen zusammenpassen. Diese zwei Teile der Mishnah. Was haben wir vorher gesagt beim vorigen Zaun? Masoret. Masoret, wie man das, die Masoret auch, wie man richtig liest. Jedes Wort. Ja, weil wir haben ohne Punkte, die Tora ist ohne Punkte aufgeschrieben. Und ein Shin, wenn du hast den Punkt auf der rechten Seite, so ist ein Sch. Und wenn du hast den Punkt auf der linken Seite, ist es ein S. Ja? Und Aser, Te Aser, das sind zweimal Sin. Das heißt, zweimal ist der Punkt links. Aber der Sohn von Rabbi Yochanan von Resh Lakish sagt ihm, Aser, Bishwische, Tit Asher. Tit Aser, Te Aser. Wenn du liest das Wort Te-Aser, wenn du den Punkt auf die rechte Seite bringst, heißt es Te-Aser, wirst reich sein. Aser, und dann wirst du Te-Aser, wirst reich sein. Das heißt, du siehst auch da die Masoret, die Tradition, wie man richtig liest die Buchstaben, auch das hat einen Zusammenhang mit diesen Zehntel. Und wichtig ist es, wir bitten immer Gott um Geld. Gott, hilf uns, wir brauchen einen guten Lebensunterhalt. Aparnuse, Bracha und so weiter. Es wird geschrieben, Tehilim lesen wir jeden Tag am Abend. Shirla Maur de Sainai, Ele Arim. Da wird geschrieben, Hashem Zillecha al Yad Yeminecha. Oi, Gott ist dein Schatten, deiner Rechten. Gott ist dein Schatten. Was ist dein Schatten? Wenn ich jetzt meine Hand im Schatten aufmache, was passiert mit dem Schatten? So auch dort am Schatten, die Hand wird geöffnet. Wenn ich im Schatten die Hand zumache, so auch im Schatten wird die Hand zu sein. Oi, sagen unsere Weisen. Hashem Zilcha, Gott ist dein Schatten. Wenn du deine Hand ständig öffnest und gibst und gibst und gibst und gibst, ah, auch wenn es ihm nicht gebührt, weißt du was, von mir her, geht schon. Gott sagt, na Moment, schau, seine Hand ist offen. Auch ich werde meine Hand ihm öffnen. Schatten, auch der, mein Schatten, auch ich werde ihm die Hand öffnen und ihm geben, auch wenn es ihm nicht gebührt. Maß für Maß. Da muss man sehr, sehr aufpassen. Hashem Zilcha, Aliyadim Menecha. Ich sage, Gott, gib und du wirst sehen, ich werde dich auch geben. Ich habe geschrieben noch, Rabbeinu Miljens. Er erklärt das noch sehr, sehr schön und sagt, was haben wir gesagt? Masrot. Wie war das? Masrot Seagla Osher. Der Zehntel ist die Mauer des Reichtums. Das bedeutet, das passt auf dein Reichtum auf. Was ist das Hauptsächliche da? Mein Reichtum.
Nebensächlich, das ist der Zaun, das ist was rundherum ist, das sind diese Zehnten. Sagt Rabbi Elimelech Milizhensk, normalerweise für den Yetzerara ist es schwer, einen Juden scheitern zu lassen, wenn er mitten in irgendeinem Mitzwa ist. Ja, jemand ist jetzt mitten in der Mitzwa, macht irgendeine Mitzwa im Gebet, er betet jetzt und plötzlich kommt der Yetzerara, sagt, oh, geh und stehl von dort, raub eine Bank aus. Ein normaler Mensch wird das nicht machen. Wenn du jetzt mitten in der Mitzwa bist, du bist jetzt mitten in irgendeiner guten Tat, der böse Trieb lässt dich hin, weil warum? Du bist jetzt auf High, du bist jetzt in einem bestimmten Level, wo du jetzt mittendrin in was Guten bist, er lässt es dich fertig machen und nachher beschäftigt er sich mit dir. Sagt Rabbi Elimelech Milizhensk, wenn du dein ganzes Reichtum, hauptsächlich dein ganzes Reichtum, es ist für dich dazu da, um davon diese 10% zu geben. Das heißt, sogar deine Arbeit dann, dein Geld verdienen, was wird daraus? Sogar dein Geld verdienen wird später eine Mitzwa sein. Weil, warum? Weil alles hängt vom Zweck ab. Was ist mein Zweck? Was ist mein Ziel? Ich arbeite, um Geld zu verdienen und später damit zu spenden und zu helfen. Ah, sagt Gott, Moment. Das heißt, bei dir hauptsächlich ist bei dir dieses Geld spenden. Das heißt, das ist jetzt dieser Zaun, dass du nicht scheiterst mit dem Geld. Weil leider Gottes, es gibt sehr viele Leute. Die haben ein großes Reichtum, aber das nennt man Osher Shamur Lebealav Lerato. Nicht immer ist reich sein etwas Gutes. Nicht immer was Gutes. Es gibt Leute, die sind reich. Was machen sie mit ihrem Geld? Eine Sünde nach der anderen. Schon kein Geschmack von den Sünden mehr, weil wie viele Sünden kannst du machen? Da, okay, er wird jetzt nehmen, absichtlich essen, etwas, was es nirgends gibt. Ein Kind, mal in der Schule, wir haben gesprochen, er sagt, ja, wie heißt der Fußballspieler? Ein reicher Fußballspieler, schön. Ronaldo, ja. Er sagt, er hat so viel Geld und er hat, weiß ich nicht mehr, so viele Ferrari, so viele Autos und so viel das. Ich habe gesagt, du, mit dem ganzen Geld, was er hat, ja, soll gesund sein mit dem, aber mit dem ganzen Geld, was er hat jetzt, kann er mehr essen als ich? Nein. Er schläft auf einem Bett oder auf zwei Betten schläft er gleichzeitig. Ich schlafe auf einem Bett, er schläft auf einem Bett. Ich esse einen Teller, er isst einen Teller. Und ich glaube sogar mein Teller ist besser, ja. Bukharisches Essen, gibt's. Ja? Glaub schon nicht. Ich esse einen Teller, er isst einen Teller. Das heißt, du kannst bis zu einer gewissen Grenze kannst du von dieser Welt genießen. Ja? Das heißt, Reichtum kommt davon, was du mit dem Reichtum machst. Reichtum, wenn du auf den Reichtum, auf dein Geld anschaust und siehst, Moment, ich habe das Geld bekommen, warum? Ich bin nur der Bote Gottes, um den Armen zu spenden. Warum hat mir Gott das Geld gegeben? Damit in der Bank alles gefüllt wird und ich sehe einmal im Monat, oh, ich habe beim Bankauszug so und so viele Nullen nach dem Einser. Nicht deswegen. Gott hat mir so viel Geld gegeben. Ja, danke Gott. Ich weiß, dass das ganze Geld, das Gott mir jetzt gegeben hat, das ist, damit ich damit nachher den anderen gebe. Wenn Gott sieht, dass du auf das Geld so eine Art und Weise anschaust, dass das Geld, das du hast, dass du es gibst den anderen, spendest es dem anderen, in so einem Fall sagst du, das heißt, nicht umsonst habe ich dir das Geld gegeben. So, ich gebe dir, du hast 10% weggegeben, ich gebe dir noch, ich werde dich reich machen. Warum? Weil du kannst es richtig benutzen, das Geld. Wir sind nicht fertig mit dem Mishnah, die Zeit drängt uns leider. Wir werden es nächste Woche weitermachen. Das heißt, wir lernen daraus, dass es sehr, sehr wichtig ist, jede Sache, wie man sie benutzt und anschauen, dass auch die erlaubten Sachen, dass wir darauf eine Grenze machen. Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen. Rabbi Hananiah.